Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, Dienstag Wins and Fails? Why? Das liegt daran, dass ich eben mit der Story weitermachen wollte. Windows hatte aber ein Update gezogen und mir war dummerweise nicht aufgefallen, dass dieses Update mein Mikro deaktiviert hat. Dumm gelaufen. Das heißt, ich habe aufgenommen und mal wieder die komplette Zeit verloren, denn... Ja, der Ton fehlte natürlich. Und nachkommentieren ist da dann halt wirklich immer ein bisschen blöde. Dafür queste ich ja nicht mehr mit Dina, damit ich dann mit Dina das Ganze nochmal aufnehmen kann. Aber ihr Lieben, mit Dina muss ich den Lichtritt noch nachträglich machen. Einfach aus dem Grunde, damit ich die Quests eben machen kann, wo ich dann halt mal technische Probleme gehabt habe auf Dina. Und da fehlt mir noch ein bisschen was. Also ich muss den Lichtritt noch machen, bis ich dann mit der Story an der Stelle wieder einsetzen kann. Und deswegen kommen heute Wins and Fails, weil ich es jetzt nicht mehr schaffe. Ich muss nämlich jetzt gleich noch ein bisschen was für die Arbeit tun. Und dann ist auch schon Wochenende, beziehungsweise ich muss alles fürs Wochenende vorbereiten. Und das ist halt generell dann noch relativ viel, was dann eben so anfällt. Und damit ich das noch irgendwie gebacken kriege, kommen dann halt jetzt Montag und Dienstag Wins and Fails. Die für Dienstag ursprünglich aufgenommen worden sind, die bringe ich dann auch Dienstag, weil ich wollte jetzt hier am Anfang dieses Champions noch kurz die Erklärung euch liefern, warum denn heute keine Story kommt. Ja. Also ihr Lieben, am Mittwoch wird es dann wohl weitergehen mit der Story. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich wollte nämlich eigentlich eben die Mittwoch-Story-Folge auch noch aufnehmen. Kann ich jetzt natürlich erst nächste Woche. Ich hoffe, ich bekomme alles hin, aber ich denke schon, dass es dann Mittwoch wieder Story gibt. Aber jetzt erstmal Wins and Fails. Beim Jorvik-Stall habe ich mit dem Araber auf Level 15 noch gar nicht gemacht und das liegt mir auch definitiv mehr als Veildale und Firgrove. Von daher bin ich mal gespannt, wie es klappt und hoffe, dass es gut läuft. Gleich geht's los. Champi Gruppe 1 ist es geworden. Mal gucken, wie es läuft hier. Oh, 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 oh. Ich gehe einfach mal ohne große Erwartungen rein. Und ich weiß schon, wem ich nicht gratulieren werde. Ist schon ziemlich peinlich, wenn man dann die Einzige ist, die das noch macht. Weil dann fällt man erst recht auf. So. Mal schauen, wie wir uns hier schlagen können. Etwas zu spät abgesprungen. Etwas zu spät abgesprungen. Aber ich sehe generell, dass ultra viele hier vor mir sind. Also wahrscheinlich auch zum Teil noch am Level liegt. Also mit Level 18 in Champi Gruppe 1, das ist dann schon bitter. Gut reiten hilft natürlich auch immer. Und da kann man trotzdem noch gewinnen. Aber... weil man halt 3 Punkte vom Reiten hinter anderen ist, das ist dann natürlich schon schwierig. Das auf jeden Fall. So, mal schauen, wie das hier läuft. Ich bin aber immer noch relativ zufrieden. Was haben wir eigentlich hier? Die Johanna Eishold, die ist oft dabei. Guck mal, die ist 20, das heißt, die hat 2 Punkte mehr. Magdalena auch Level 20. Und da ist noch eine Person, die ich gerade nicht anklicken kann. Das heißt, wenn ich hier gegen die beiden verliere, die mehr Reiten haben als ich, also mehr schneller sind generell von der Grundgeschwindigkeit, dann muss ich mich nicht unbedingt verstecken. Dann kann ich hier erhobenen Hauptes rausgehen. Nein! Das war jetzt natürlich ärgerlich. Das passiert mir so oft, dass ich an der Stelle dann doch zu viel will, zu eng rumreite und dann ist es da ein bisschen zu steil und da bleibt das Pferd halt einfach stehen. Und denkt sich, willst du mich verarschen? Das passiert mir leider an dieser Stelle ab und an, wenn ich zu viel will. Und dann bin ich dann das nächste Mal ein bisschen zu vorsichtig. Oh, die ist gut hier rumgekommen. Mit dem Isländer hier. Also mit dem hinteren Isländer. Die mit dem vorderen Isländer hatte den super ärgerlichen Bug, dass man auf der Treppe einfach mal stehen bleibt. Ich hasse dieses Problem. Das ist halt, ich hasse das. Also wenn sowas passiert, wenn man einfach irgendwo stehen bleibt, wo eigentlich gar nichts ist, das ist immer super ärgerlich. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. So, aber schön hier auch nochmal
Isländer dabei zu sehen. Isländer reite ich persönlich tatsächlich auch sehr, sehr gerne in Championaten. Ich habe hier auf dem Account noch keinen, obwohl ich mir mittlerweile auch einen kaufen könnte. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da vielleicht wirklich doch mal lieber noch auf ein Remake warte. Oder ob ich einen von den alten nehme, die ich auch sehr hübsch finde. Mal gucken. So, dabei gewesen sind Madeline Maitia, Hannah Groundkeep, Mira Cherry Cage, Coco Bixie, Lara Southback, Ellie Catflower, Henriette Winterston, Katharina Winterhammer, Shiloh Flower Rain, Alina Crazy Shovel, Lisa Sword Sparrow, Emily Jewelstar, dann reihe ich mich ein, Mackenzie Emeraldston, Lila Autumn Pie, Mira Woodwall. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier an Platz 3, Montserrat Winterhardt, auf Platz 2, Johanna Eishall und auf der 1, Magdalena Yellowflower. So, diejenige, die am Anfang so losgedüst hat, der hat es zum Glück nichts geholfen. Das war's für heute, macht's gut und bis morgen. Tschüss!